Urdhva Padmasana ist der nach oben gerichtete Lotus. Du kannst ihn aus dem Kopfstand machen oder aus dem Schulterstand. Rafaela zeigt die Grundstellung von Urdhva Padmasana, die geht aus dem Schulterstand. Ausgangsposition ist Sarvangasana, der Schulterstand. Und wenn du im Schulterstand bist, kommst du zu Padma Sarvangasana, eben zum Lotus-Schulterstand, indem du ein Bein beugst und dann das andere und die Füße in die Hüftgelenke gibst. Und dann hältst du die Ellbogen ausgestreckt und gibst die Hände unter die Knie. Und so ist das Urdhva Padmasana. Es ist, als ob du auf dem Himmel sitzt und dabei den Kopf in dem Jalandhara Bandha hältst. In der Hatha Yoga Pradipika beschreibt der Yogi Svatmarama den Padmasana, den Lotussitz, als Grundstellung mit Händen auf den Knien und Kopf auf dem Brustkorb, also mit Jalandhara Bandha. Und hier bist du in Urdhva, also nach oben ausgerichteter Lotussitz. Und eben, du sitzt auf dem Himmel und du stützt die Erde. Urdhva Padmasana hat interessante Wirkungen auf die Meditation, gehört zu den meditativen Stellungen, den Pratyahara-Stellungen, auch zu den Stellungen, die du längere Zeit halten kannst und dabei tiefe Erfahrungen von Ruhe bekommen kannst. Viele Menschen, die Urdhva Padmasana üben, werden feststellen, der Geist wird ganz ruhig, sie kommen in die Stille. Und in dieser Stille erfahren sie, wer sie wirklich sind.